So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hamtaro, die Rettung des Regenbogens. Ja, wir gehen zurück zum Clubhaus. Ich habe die Folge eigentlich gerade schon aufgenommen, aber mitten in der Aufnahme ist mein Outer City abgekackt. Einfach so mittendrin. Und das hat mich dann doch schon ein bisschen genervt. Vor allem, weil ich das erst halt Minuten später bemerkt habe. Und da bin ich dann schon weitergekommen. So, wir müssen jetzt Hamster suchen. Wir brauchen Tico. Wir brauchen Bichu. Wir brauchen Boss. Wir brauchen Cappy. Yuppidu. Mugnus. Brauchen wir denn noch jemanden? Na, ich glaube dann nicht. Wen nehmen wir noch mit? Nehmen wir mal Panda noch mit. Kann immer nicht schaden, wenn man Handwerker dabei hat. So, Leute, dann kommt mit. Auf geht's. Ich war gerade echt befreut, weil ich kam eigentlich recht weit. Und dann, ist einfach die Aufnahme abgekackt. Das fand ich jetzt einfach scheiße, ehrlich gesagt. So, wir wollten zum Tiki-Taki. Nein, wir wollten zum Tip-Top-Kirmes. Und wir haben hier die Flora angesprochen. Hallo, Hamha. Ja, wir haben ihr eine Einladung gegeben. Hey Flora, ich habe das für dich. Oh, Theater Regenbogen? Dort braucht man bestimmt meine Hilfe. Ich gehe im Namen der Hamstergesundheit dorthin. Und ich wollte halt, statt dass ihr da ein paar Minuten verpasst, euch alles zeigen. Und deswegen habe ich jetzt gedacht, ich nehme nochmal auf. Ja, ich habe jetzt auch nicht unbedingt Lust, jeden Dialog nochmal vorzulesen. Das finde ich jetzt, bla, einfach nicht so prickelnd. Auf jeden Fall hier links. Das habe ich herausgefunden. Halt auch immer Outer City jetzt im Blick, weil nicht, dass es schon wieder aufhört. Hallo, Tantian. So, dann laden wir dich ein. Hört sich nach, ja. Also ich weiß nicht, wieso es gerade ruckelt, aber es nervt. Ja, wir haben an Tantian jetzt eine Einladung gegeben. Gut, dann gehen wir mal zu Sternchen. Die wollte nämlich auch ins Tal der Regenbogen. Aber nur, wenn Bichu dabei ist. Kommt. Es geht auch ein bisschen schneller. Ach, Leute. Ja, laufen wir gegen den Hamster. Weil mich war da echt gerade ein bisschen angenervt, wo ich das gesehen habe, weil ich dachte, ja, Viertelstunde Aufnahme einfach so für den Arsch. Das war wunderbar. Vor allem ist es einfach mitten im Aquarium, ist es abgekackt. Bla bla, ja, auf euch habe ich gewartet. Dieses Mal werde ich nicht verlieren. Ich war ja eine Revanche-Bitch. Ja, wer Handy. Wenn ich darf, möchte ich dir das geben. Was? Du willst mich mit einem Geschenk bestechen? Netter Versuch. Okay, ich verzeihe dir, denn das hier sieht nach viel Spaß aus. Ja, Sternchen. Tschüss. Hau ab. So, gut. Haben wir das auch erledigt? Dann müssen wir weiter. Und zwar da hoch. Und da hoch und ich habe Hunger. Mann. Und nochmal hoch. Und nochmal hoch. Und da rechts. Was ist denn eigentlich da los? Oh, schaut mal. Das habe ich noch gar nicht gefunden. Flugblatt Tip-Top-Kirmes. Hallöchen. Aber gut zu wissen. Es sind viel mehr Stände als beim ersten Mal, als wir hier waren. So. Hier war doch Clemmy, glaube ich. Hallo, Clemmy. Ja, wir händigen. Hey, Clemmy, ich kenne einen echt lustigen Ort. Theater Regenbogen? Danke, Cappy. Sicher gehe ich hin. Ja, ich habe so schön einfach aufgenommen und bla. Und es nervt mich jetzt gerade ein bisschen einfach. So. Dann Sabu, alter Freund. Die geben mir auch eine Einladung. Dann haben wir da auch eine Einladung gegeben.
dann haben wir ihn. Dann dürften wir da eigentlich jeden haben. Schön. Dann schauen wir mal, wo ich dann als letztes lang gegangen bin. Ich glaube, ich bin zum Eichelpfad gegangen, weil da nämlich der eine Sänger doch die Cocktailtomate wollte. Und da gehen wir jetzt auch hin. Wir sind ja ganz außen rum. Genau, und da waren unsere Masken mal wieder. Ah, so. Der eine anscheinend Komiker. Auf der Bühne. Und ja, ich bin ein bisschen müde. Tut mir leid. Amha! Los! Wo ist denn das Meerblickmuseum? Eichelpfad! Mama! Ist das dort drüben nicht die seltene Cocktailtomate da drüben? Ich will diese Cocktailtomate haben, aber wie komme ich ans hier ran? Was? Das ist eine echte Cocktailtomate? Danke, die behalte ich als Andenken. Oh, stimmt ja. Die anderen Sänger suchen mich bestimmt. Ich muss mich beeilen. Bis bald. Tschüss. Und da ist der rote Frosch. Okay. Gut. Dann haben wir das auch erledigt. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, wo wir hinkommen. Wo wir weg können. Das sind die Sänger. Okay, wir gehen zurück zum Clubhaus. Denn da von da aus können wir viel besser zur Funkelküste. So, Hallöchen. Ferien am Strand oder was? Hallöchen. Na du, Brett. Lange nicht gesehen. Eine Einladung aushändigen? Bitte, nimm die von mir. Hier, Kumpel, für mich? Das ist eine Einladung ins Theater Regenbogen. Ultra cool, da laufen bestimmt viele tolle Mädels herum. Oh, Bischu. Echt vielen Dank, Kumpel. Ich gehe da jetzt ultra schnell hin. Jojo, viel Spaß, Brett. So, schauen wir mal, wie der Stand der Dinge ist. 13 Einladungen, okay. Gehen wir erstmal nach links. Da war ich noch nicht. Oh, wo kommen wir denn da hin? Schauen wir einfach mal. Hamha! Ich war da noch nicht. Ich mache jetzt einfach frei Schnauze. Meerblickpark. Perfekt, da wollte ich nämlich auch hin. Dann gehen wir jetzt erstmal hier entlang. Da ist ein Früchtestand. Ah, okay. Dann schauen wir mal. Wir müssen zum Saftstand. Oh, hallo. Sind die Hamburger schon fertig? Hm. Meine Aushilfe ist immer dermaßen langsam. Jeder Burgerschuppen macht seine Burger klar. Aha. Oh, ich bin so beschäftigt. Ich wünsche, ich hätte ein wenig Hilfe. Wir helfen dir. Ja, das ist toll. Also, wer von euch hilft? Wahrscheinlich Mugnus. Aber egal, das machen wir jetzt. Wir brauchen nämlich 200 Zicker und die haben wir noch nicht. Mugnus? Halt. Geh doch zurück. Jubidu, perfektes Timing, das schaffe ich. Ein Kinderspiel. Ich höre das Kind schon schaukeln. Du bist auch wie geschaffen dafür, da du ja schon eine Schürze trägst. Ja, ja. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie ich das machen muss. Ich probiere mich jetzt einfach mal. Ah, okay. Da will der hier. Der hier will den hier. Der hier will den hier. Da, der will Pommes. Gut, der will den da ganz außen. Oh, jetzt kriege ich Hunger. Mann. Der will den hier. Sehr schön. Der will den ganz außen. Du willst Pommes. So, was willst du? Den doppelten hier. Pommes. Und die hier. Nein! Fuck! Den hier wieder. Ich habe mich verklickt, das war jetzt gerade blöd. Gut, Zeit ist abgelaufen. Wir haben 12 Stück geschafft. Das ist eigentlich relativ viel, finde ich. Dafür, dass wir einen verkackt haben. 36 Punkte. Welchen Sticker kriegen wir? War kein. Danke dir, du warst eine große Hilfe. Ich komme auf dich zurück. Gut, schön haben wir es gemacht, finde ich. Ja, eigentlich relativ ordentlich.
So, Luftballons, ham ham. Hallo, möchte jemand einen schönen Hornballon? Die sind beliebt bei den Mädels. Hoch, oh, ah. Oh, was ist denn da los? Tschüss. Ah, Hilfe. Okay. Und wieder runter mit dir. Wie die mit dem Popo wackeln, das ist voll süß. Hier war ich noch nicht, aber das ist gut, dass wir hier sind. So ein Schreck, ihr habt nicht einmal die Ballons kaputt gemacht. Vielen Dank, hier, ein Geschenk. Ein Sticker, yes! Wir brauchen nämlich 200 Sticker, um alle Hamster zu finden. Gute Party, aber müssen wir denn dahin? Nein, gehen wir mal erstmal. Suche ich erstmal den Saftstand. Das sind. Oh! Mh, das schmeckt köstlich. Ja, hier bekommt man wirklich die besten Burger. Haha! Willkommen! Frisches Gemüse zu tollen Preisen. Wie wäre es mit einem Rettich? Hoch, ich habe so viel Gemüse, dass ich es gar nicht mehr unterbringen kann. Hey, kann mir jemand dabei helfen? Klar, können wir machen. Warum auch nicht? Wer kann denn helfen? Cappy! Ja, ja, ich mach das! Ich! Steuerung? Links oder rechts bewegen. Tipps? Die habe ich ja beim letzten Spiel übersprungen. Stable die Kisten so, wie sie fallen, übereinander. Stable sie möglichst gerade, sonst fallen sie herunter. Setze mehr als 20 Boxen aufeinander, um zu gewinnen. Okay, gut. Das dürfen wir ja schaffen. Oh Gott, das schaut aus. Gut, schauen wir mal, wie schaffen wir das? So. Aha. Okay. Möglichst gerade ist eigentlich so, finde ich. Aha. Okay, das war jetzt perfekt. Oh, das war nicht ganz so perfekt, aber immerhin. Und. Aha. Okay, zum Gleichgewicht halten. Und nochmal. Okay. Und, komm, das schaffen wir. Oh, das ist ein bisschen wackelig jetzt. Aha, da müssen wir noch eine nach links versetzen. Aha. Und, okay, jetzt wird es ein bisschen... Und kommt die letzte. Oh, und noch eine. Ja, und jetzt die direkt oben drauf. Na, okay. Die Zeit ist abgelaufen und wir haben es geschafft. Es ist keine einzige Runde gefallen. Das ist eigentlich gut. 23 haben wir geschafft in der Zeit. Das ist, ich finde es ordentlich. 40 und wir haben eine 90er. Damit haben wir jetzt wahrscheinlich 181 Sticker. Bin mir aber nicht sicher. Dank dir ist alles an seinem Platz. Auf dich werde ich zurückkommen. Sehr schön. Hallöchen. Hamha. Hey, willkommen. Unser Fisch ist frisch und quick lebendig. Manchmal sind die Fische etwas zu lebendig und spielen verrückt. Kann mir jemand helfen? Fischregen. Mal sehen, wer das kann. Wahrscheinlich jemand, der nicht dabei ist. Schauen wir mal. Halt. Happy? Okay. Ja, ja, ich mach das. Ich. Steuerung. Bewegen. Tipps. Okay. Fang die Fische auf. Die roten Schnapper bringen dir die meisten Punkte. Eine Ziel über 250 Punkte. Berührst du das Eis, wirst du für einen Moment eingefroren. Okay, wir müssen also Fische einsammeln. Das sind wahrscheinlich wieder so ganz viele. Kommt, Rote! Am besten die roten Fische mal ganz viel einsammeln, weil die bringen die meisten Punkte, habe ich gehört. Oder gelesen. Oder beides. So, also sammeln wir mal ganz viele rote Schnapper ein. Und wir haben es schon geschafft, eigentlich.
Und noch mehr kommt. Denn je mehr Punkte, je mehr Fische wir kriegen, desto mehr Punkte kriegen wir. So. Okay, 442 Punkte, fast doppelt so viel, aber nur fast. Und einen neuen Sticker, aber den haben wir schon. Haben wir gerade eben schon bekommen. 54, damit haben wir 94 Punkte dann. Ich bin froh, euch um Hilfe gebeten zu haben. Danke. Gut, dann können wir jetzt eigentlich weitergehen. So, dann können wir jetzt darüber. Ruderpartie 1. So, Hamtaro. Ja, ich versuche es gern. Willkommen. Die Strömung ist hier sehr stark. Kinder dürfen nicht alleine fahren. Ich werde euch begleiten. Ich zeige euch den Weg. Hoffe ich. Erinnere mich. Ha. Können wir diesem Typen vertrauen? Wollt ihr hinüberfahren? Steuerung. Nach oben, nach unten. A. Wiederholt bewegen. P. Bremsen. Tipps. Gut. Fahre mit dem Boot auf die andere Seite, ohne gegen Hindernisse zu stoßen. Gut. Start. Ich hoffe, es ist nicht allzu schwer. Wow. Okay. Da sind wir jetzt nach unten. Halt. Das ist nicht... Na toll. Ich hätte nach oben drücken müssen. Es ist nicht so leicht, wie es ausschaut. Das ist echt schwer. Fertig und los. So, dann fahren wir mal hier unten weiter. Nein! Ach komm, ich hätte bremsen sollen. Mist! Es ist echt nicht einfach, weil das Spiel auch nebenher immer wieder ruckelt und dann, ja. Wir wollen ja auch Bonbons einsammeln. Und deswegen fahren wir jetzt mal hier unten weiter. Oh, da ist ja schon das Ziel. Oh, naja. Ja, toll. Ich bin auf den letzten Metern immer... Habe ich es verkackt. Ja, war ja klar. Warum kriegen wir immer nur den Sticker? Ich will auch unterschiedliche Sticker. Damit haben wir jetzt 100 und noch einen Sticker. Den haben wir noch nicht. Sehr gut. Müssten wir jetzt 182 haben. Gut, gerudert. Komm doch bitte bald wieder. Hallo. Aha. Ich spiele Hamverstecken mit zwei Hamstern. Wo haben sie sich wohl versteckt? Aha. Mögt ihr Hamsters verstecken? Alle verstecken sich an komischen Orten und ich finde nie jemanden wieder. Es ruckelt gerade wieder so stark. Das ist unglaublich. Das ist ein... Weiß nicht. Hamha! Hamha, willkommen. Dies ist der geröstete Maisstand. Ich wette, der köstliche Duft hat euch eingelockt, oder? Obwohl ich nicht glaube, dass Kinder viel Ahnung davon haben. Ich müsste dringend auf die Toilette. Oh, was soll ich nur tun? Hey, röstet hier jemand von euch für mich? Ah, das müssen wir lösen. Das weiß ich. So, wo ist denn... Mucknus... Sehr schön. Damit werde ich spielen fertig. Steuerung. Pinsel bewegen, marinieren. Tipps. Das ist aber das letzte für heute, denke ich. Röste den Mais. Wenn sich der Mais bewegt, musst du ihn marinieren. Jedes Maisstück muss zweimal mariniert werden. Röste so 8 Maisstücke innerhalb der vorgegebenen Zeit. Kürzere Zeit, mehr Punkte. Gut. Start. So, 8 Stück müssen wir rösten.
Gut. So, den da ganz außen noch. Den oben. Den in der Mitte. Den hier. Den da oben. Den da unten. Ja, wir haben es geschafft! Yes! Nom 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 nom. Oh, das sieht so lecker aus. Ich will auch. Mann, ich habe voll Hunger. 72 Punkte. Gut. Oh, sieht lecker aus. Du kannst sehr gut rösten. Fast besser als ich. Hallo, was bist du denn? Haha. Schnupper, schnupper. Das riecht gar köstlich. Ich bekomme Hunger. Oh nein, ich war noch mitten im Hamm verstecken. Hey, die anderen Zuhörer suchen mich? Oh nein, ich muss los. Danke, dass ihr mit mir Bescheid gesagt habt. Okay, gut. Und damit, denke ich, ist es für heute genug. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Tschüss.